Bei den meisten Menschen springt der Funke des Genies hin und wieder mal über. Kann jemand die ganze Zeit in dieser Zone sein? Natürlich. Ich könnte dir ein Geheimnis verraten, aber ich bin vor der Kamera. Es gibt drei Möglichkeiten, so zu funktionieren, dass andere Menschen es für ein Wunder halten, wodurch manche zu den großartigen Spielern werden, die sie sind. Sie entscheiden sogar mental, wie sich der andere verhalten soll. Wenn ich ein echtes Gefühl der Freude empfunden habe, bei der es, wie ich denke, einen leichten Umschwung in meiner Erfahrung gab, oder zumindest eine andere Art von Erfahrung, dann war es das, was Sportler vielleicht nennen. In der Zone sein. Zone, natürlich. Und es mag vielleicht ein zu oft benutzter Ausdruck sein, aber zumindest gibt es da eine Erfahrung, dass du für einen Moment das Gefühl hast, dass du ein bisschen, also deinen Einfluss weiterreichst als dein Sport. Schau, du bist vielleicht in der Zone und wirfst das, wie nennst du das? Was denn? Die Birne. Den Rugbyball. Es ist kein Ball. Ja, es ist ein Ball. Aber er ist nicht rund. Na, aber es ist trotzdem ein Ball. Still a ball. Trotzdem ein Ball. Wenn du in der Zone bist und du ihn perfekt geworfen hast und ich auf der anderen Seite stehe und meine Hände öffne mit Butter auf meinen Händen und dann fliegt er einfach weg, die Zone funktioniert nicht, oder? Du magst in der perfekten Zone sein, aber es ist ein Mannschaftssport. Jeder muss in der Zone sein. Es mag Situationen gegeben haben, in denen alle in einem Moment so boom waren, okay? Warum also passiert das nur hin und wieder mal? Denn bei den meisten Menschen springt der Funke des Genies hin und wieder mal über. Angenommen, die Sonne, die für uns alle eine lebendige Energiequelle ist, sie ist die einzige Energiequelle für diesen Planeten. Wenn die Sonne nur hin und wieder mal aufgehen würde, nicht jeden Tag, was wäre dann das Leben? Im Moment verhält es sich so, sogar mit dem Individuum. Jeden Tag, oder vielleicht werden die Engländer mir nicht zustimmen, jeden Tag geht die Sonne für sie nicht auf, aber sie geht auf. Sie mag von den Wolken verdeckt sein, aber sie geht immer auf. Ich sage, alles, was hier der Lebensprozess ist, sagen wir deine Zone, wenn dein Herz hin und wieder mal schlagen würde, was würde mit dir passieren? Ja, es würde nicht lange halten. Ja, also dieses hin und wieder mal bin ich in der Zone ist etwas, das verschwinden muss. Oh, kann jemand die ganze Zeit in der Zone sein? Natürlich. Du musst in der Zone sein, in der du sein willst. Denn wenn es um die körperliche Leistungsfähigkeit in der Welt geht, gibt es viele Faktoren, okay? Es gibt viele Faktoren, von denen vielleicht nicht einmal alle in deiner Wahrnehmung sind. Aber wenn es um die innere Natur geht, musst du jeden Moment deines Lebens in der Zone sein, nicht wahr? Absolut, ja. Weil es nur eine Zutat gibt, nur dich. Da draußen, schau, es gibt viele Menschen dort in dem Raum. Wenn dieser Raum, diese Atmosphäre angenehm sein soll, müssen all diese Leute kooperieren. Andernfalls, wenn sie anfängt auszuflippen, was soll ich dann tun? Wir können mit ihr fertig werden, aber trotzdem wird die Atmosphäre in dem Raum weg sein. Aber in meiner inneren Atmosphäre gibt es nur eine Person. Ist diese Person willig, frage ich. Ist es eine willige Person oder eine unwillige Person? Du musst ihn willig machen, das ist alles. Denn das Einzige und Einzige, was du hast, ist Leben. Und wie wunderbar du es in dir bewahrst, ist alles, was du tun kannst. Mit dem Rest in der Welt tun wir etwas anderes. Das ist wirklich interessant. Denn speziell in meiner Position gibt es Momente, in denen absolutes Chaos herrscht und du die schwierigsten, herausforderndsten Fähigkeiten ausführst, mit allen möglichen Störfaktoren, die vom gegnerischen Team auf alles einwirken, und du machst es mühelos. Auf eine fließende, schöne Weise. Und dann pfeift der Schiedsrichter seine Pfeife und sagt, jetzt hast du einen Straftritt, was dazu führt, dass ich den Ball in einer Art Golfmanier durch die Pfosten schießen muss. Und dann gehe ich von dieser genialen Art von Version meiner selbst plötzlich zu etwas über, was ich so oft geübt habe und von dem ich dachte, dass ich es so gut kennen würde. Und obwohl es von Chaos und allerlei äußere Komplexität zu äußerer Einfachheit übergegangen ist,
mache ich es so komplex. Denn plötzlich gehst du in diesem Moment von einer Klarheit, wie du sagtest, einer Einfachheit, zu einer absoluten Komplexität im Inneren über, bei der es plötzlich darum geht, was die Leute denken werden, wenn ich den verschieße, was, wenn ich Gott bewahre. Wenn du denkst, was die Leute denken werden, wird der Ball nur in die Leute fliegen. Ja, das ist wahr. Sehr wahr. Also, ich könnte dir ein Geheimnis verraten, aber ich bin vor der Kamera. Was soll ich tun? Ich sage es dir trotzdem. Bitte. Aber die Gegner könnten das auch lernen. Das ist okay. Das klären wir, wenn es soweit ist. Wenn du den Ball kicken willst, was du tust ist, du atmest aus mit offenem Mund und benutzt das als Mitte, ungefähr 43 bis 50 Zentimeter irgendwo dort. Du fokussierst deine Augen dort. That empty space, okay? Diesen leeren Raum, okay? You can do this three times. Du kannst das dreimal machen. Es gibt etwas anderes, das Akash genannt wird, das dadurch aktiviert wird. Damit bist du ganz natürlich in der Zone. Schau, es gibt drei Möglichkeiten, so zu funktionieren, dass andere Menschen es für ein Wunder halten. Eine Sache ist es, ganz der Körper zu werden, sodass du überhaupt keinen Verstand mehr hast, sondern nur noch den Körper. Wie, ich weiß nicht, ich sollte wahrscheinlich keine Namen nennen. Es gibt einige großartige Spieler im Fußball, bei denen du, wenn du sie anschaust, sehen kannst, dass sie keinen Verstand haben. Sie sind nur noch Körper und sie verbringen Wunder, die ihnen in diesem Moment niemand zugetraut hätte, wenn sie so sind. Und sie kommen in diese Zone viel öfter als andere, sodass sie die großartigen Spieler werden, die sie sind. Ein anderer Weg ist ein sehr machtvoller Verstand, der visualisiert und erschafft, was er will. Das ist eine andere Art, da zu sein, die sehr wirkungsvoll ist, aber ich weiß nicht, wie viele Menschen die nötige Disziplin und Konzentration haben, um das zu tun. Manche tun das. Einige Menschen, die das Spiel aufbauen, haben das. Sie entscheiden sogar mental, wie sich der andere verhalten soll. Viele Male hast du das gesehen, in seltenen Momenten, vor allem im Fußball und auch im Cricket. Der Ballspieler entscheidet, wie sich der Schlagmann verhalten soll. Weißt du das? Ja, das ist mir bekannt. Es ist wirklich wundervoll, das zu sehen, denn wie Sachin Tendulkar sagte, weißt du, er stellte mir eine Frage in einer Konferenz. Er sagte, Sadhguru, weißt du, vor, jetzt ist das der letzte Ball des Spiels und, oder, weißt du, ich muss einen Jahrhunderttreffer erzielen oder etwas Wichtiges muss passieren. Schon bevor ich den Schlag ausführe, sehe ich, dass das der Ball ist, den der Spieler werfen wird, und ich bin schon mit diesem Schlag bereit, und so wird er werfen, und so werde ich schlagen. Es geht also darum, den Verstand zu benutzen, um zu sehen, dass der Kerl tut, was du willst. In Ordnung? Das ist ein anderer Weg. Eine andere Möglichkeit, die ich dir gerade gesagt habe, ist, sich keine Sorgen zu machen. Der Körper ist sowieso gut trainiert, der Verstand ist für das Spiel trainiert. Bring das nicht im Spiel selbst durcheinander. Die Vorbereitung von Körper und Verstand sollte vor dem Spiel erfolgen, okay? Du gehst nicht los und trainierst auf dem Spielfeld. Es gibt also eine andere Art von Intelligenz, die sich Bewusstsein nennt. Bewusstsein ist die Intelligenz, die unbefleckt von deiner Erinnerung ist. Der Körper ist voller Erinnerungen. Er hat diese Form nur aufgrund seiner evolutionären Erinnerung, genetischen Erinnerung, karmischen Erinnerung, nur so. Aufgrund der Erinnerung hat der Körper diese Gestalt geformt. Aufgrund der Erinnerung hat dein Verstand eine bestimmte Gestalt angenommen. Aber es gibt noch eine andere Intelligenz, die von der Erinnerung unberührt ist, welche die grundlegende und machtvollste Form der Intelligenz im Universum ist. Wenn du diese berührst, dein Körper und dein Verstand sollten ohnehin gut trainiert sein, um dieses Spiel zu spielen, sonst kannst du nicht spielen. Aber sobald du dies berührst, spielst du auf eine Art und Weise, die für andere Menschen magisch ist. Es gibt keine Antwort bei irgendjemandem um dich herum. Es gibt viele Momente, in denen ein bestimmter Sport diesen Punkt erreicht. Wissentlich oder unwissentlich gerät der Spieler hinein und sie selbst sind überrascht. Ich habe das schon erlebt, manchmal sind die Tennisspieler selbst überrascht. Habe ich diesen Schlag gemacht? Sie können es selbst nicht glauben, weil sie in diesen Raum gelangt sind. Das ist für mich wunderschön erklärt. Danke. Sadhguru, vielen Dank fürs Teilnehmen am Ich Bin Podcast. Ich danke dir vielmals. Wir können dir nicht genug Erfolg wünschen für die Conscious Planet und die Rette den Bodenbewegung, und wir werden mit Sicherheit dabei Bringe sein. Bringe 100 Tage lang alle Sportler in diesem Land dazu, über den Boden zu sprechen. Wir werden definitiv diese Botschaft verbreiten, mit Sicherheit. Und ich werde mich auch einbringen.
Vielen Dank. Vielen Dank.